Und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, es heißt wieder Wise, Son of Rome. Sohn von Rom, würde ich jetzt mal sagen, heißt es, oder? Wise weiß ich jetzt nicht, Reis vielleicht? Nee, mit Sicherheit nicht. Okay. Ja, Kampagne fortsetzen mache ich jetzt nicht. Wie mal sehen, habe ich auch gerade mal nur 1%. Also ich habe nur angespielt, um zu gucken, ob das Spiel auch läuft. Aber logischerweise schon, es ist ja relativ alt. Und da, keine Ahnung. Wir schauen mal, wie die Kampagne ist. Ich kenne das Spiel nicht. So gesehen ein Blindspiel mal wieder. Aber ich hab halt eben so Vergleich gesehen zwischen God of War und dem Spiel. Und da habe ich mir gedacht, hey, das sieht doch cool aus, das spiele ich jetzt mal. Und nimm das auch mal auf. Wir machen logischerweise eine neue Kampagne. Und legendär geht nicht, deswegen spielen wir auf Centurio. Also ich würde jetzt mal sagen auf schwer. Das hier ist leicht, normal und schwer. Sehr schwer geht leider nicht. Aber wir nehmen Centurio. Willst du die Kampagne wirklich neu starten? Jeglicher Fortschritt geht dabei verloren, ja, das ist klar. So, dann wollen wir mal. Also, yep. Und dann, wie gesagt, herzlich willkommen. Er ist hier. Götter, steht mir bei. Er will mich töten. Er ist hier. 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 Helf mir. Hilfe! Beschützt euren Kaiser! Ich, Nero! Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Why, son of fool! Los geht's wohl. Okay, da mach ich doch nichts. Centurio Severus, zu mir! Denn es ist am höchsten Ort, auf den du findest. Die Vanität flieht sie. Der Sieg wird unser sein. Auf jeden Fall sieht es echt klasse aus. Und da kommt schon einer auf mich zu. Okay. Mit Space Angriffe abwehren. Okay. Ich sag trotzdem nochmal herzlich willkommen zu Wise Son of Rome. Und wir schauen uns endlich mal. Was heißt endlich? Aber wir schauen uns mal an, wie das Spiel hier ist. Lang wird es, glaube ich, nicht sein, weil das anscheinend auch eher ein Multiplayer-Spiel ist. Mit einer kurzen Kampagne oder sowas. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil an sich sieht das Spiel wunderschön aus. Schön erarbeitet. Und statt einen Spartaner wie bei God of War spielen wir mal einen Römer. Also, wir drücken mal Space zum Abwehren. Okay. Drücke rechte Maustaste, um Gegner wegzustoßen.
Drücke linke Maustaste für einen Angriff mit dem Schwert. Wählen Sie mit dem Mausrad den Gesundheitserholungsbonus aus. Boni legen die Art der Hinrichtungsbelohnung fest. Sie können Boni jederzeit auswählen und wechseln. Nicht vergessen, Sie müssen Feinde hinrichten, um den Bonus zu verdienen. Okay, wir lassen mal leben. Okay, drücke E, um Gegner mit geringer Gesundheit hinzurichten. E. Drücke rechte Maustaste zum Fortfahren. Drücke während der Hinrichtung die Taste, die der hervorgehobenen Farbe des Ziels entspricht, bevor diese verschwindet. Okay. Drücke linke Maustaste zum Fortfahren. Wenn du deine Angriffe zeitlich abstimmst, erhältst du höhere Belohnungen. Je schneller du nach aufblinkender Farbe zuschlägst, desto höher sind Bewertungen und Auszeichnungen. Okay. Also blau ist links, gelb ist rechts. Okay. Wie du merkst, hast du nach der Hinrichtung Gesundheit regeneriert. Nicht schlecht, okay. Yeah! Auf der Brücke! Wir kämpfen einfach mal so ein bisschen. Okay. Aua! Okay. Wie geil ist das denn? Der hatte schon einen Schnitt an der Kehle, da hab ich noch gar nicht zugehauen. Echt nette Hinrichtungen. Okay, wie komme ich da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Oh. Nein, falscher Knopf. Egal. Wird gereicht. Oh, jetzt bin ich hochgekommen. Durchbricht die Angriffsformation der Barbaren. Okay, los geht's. Reißt die Leiter runter! Boah, voll den Arm abgetrennt, ey. Alter. Oh mein Gott, was ist das für ein Spiel? So, die Leiter haben wir schon mal alle runter. Na, rennen wir mal da hinten hin. Oh, ich kann rollen. Ja! Na, Spaß macht. Drücken Sie R, um Ihre Römer Befehle zu erteilen. Zu geben. Salve abfeuern. R, okay. Drücken wir mal R. Salve abfeuern. Nächster Rang freigeschaltet. Irgendeine Verbesserung oder sowas, keine Ahnung.
steht's um die Verteidigung, Soldat. Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten. Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Sichere die Palasttore, organisiere die Verteidigung. E drücken, okay. Linie bilden. Befiehl deinen Soldaten, die Lücke zu schließen und die rechte Flanke zu sichern. Du wirst die linke Flanke mit deinem Scorpio beschützen müssen. Okay. Dann machen wir das doch wohl, oder? Los geht's. Bildet eine Linie. Nördliche Barrikade. Strategischen Punkten stehen Brandfallen bereit. Unsere Flanke an! Ein Teil bewegt sich nach Süden! Unsere Männer brauchen Hilfe! Stellung halten, Männer! Stellung halten! Jawohl! Ja! So geht's auch. Oh, hier ist eine kleine Zielhilfe, sehe ich. Feindliche Bogenschützen an der Brandfalle. Jemand muss sie anzünden. Hä, was? Ah, hier. Das altmodische Maschinengewehr hier. Befehlt den Katapulten die Aufstellung im Palasthof. Was er sein? Auf meinen Befehl. Feuer. Ich habe eigentlich schon gedrückt, oder? Okay, er Katapulte abfeuern. Feuer! Sie brechen durch. Rückzug. Rückzug. Alter. Bitte drückt den Palas, sorgt für die Sicherheit des Kaisers. Yeah! Herr, wir haben sie zurückgeschlagen. Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft. Na, dem werde ich zeigen. Du hast jetzt genug Ehre, um deine erste Verbesserung zu kaufen. Drücke U, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. U. Held. Ah, da sind wir wieder hier im Menü. Okay. Individualisiere deine Gladiator für den Mehrspielermodus. Ja gut, das machen wir eh nicht. Fähigkeitenverbesserung. Was haben wir denn hier? Gesundheit, Fokus, Zuwachs und Kampf. Geld habe ich gar keins, sehe ich. Wo habe ich denn genug für eine Verbesserung? Ich sehe da nichts. Ich sehe nichts für eine Verbesserung. Also mir fehlt an das Geld. Also Ehre habe ich scheinbar genug. 29.000? Doch so viel. Okay. Aber verbessern geht wohl nichts. Wahrscheinlich hier mein Gladiator individualisieren. Aber Gladiator kämpfen ja nicht. Okay, SKF, Spiel fortsetzen. Weiter geht's. So, wir haben sie alle zurückgeschlagen. Jetzt müssen wir noch den Kaiser beschützen. Los geht's. Eine Errungenschaft, schützen und dienen. Hier, helft mir, ich befehle es euch. Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Ich sorge mich nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm. Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Dämon. Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein, die Gruft, hier lang. Was, in die Gruft? Sorge los, für die jetzt. Sicherheit des Kaisers. Geleite Nero in die Gruft. Warum ist die Tür verschlossen? Weil da Gegner wahrscheinlich drin sind. Kann man die Vasen kaputt machen? Tatsächlich.
Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Ist schon klar, dass ich das machen soll. Fokuszuwachs 800. 20? Okay. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Neue Chronik gesammelt. Fand's auf dem Weg zum Forum. Wer es findet, darf es behalten oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Ich wusste jetzt nicht, dass es hier schon was gibt. Wie gesagt, das war jetzt gerade so, ach, Zelda-mäßig. Machen wir mal alles kaputt, was man so sieht oder findet. Okay, die Tür. Da kommen wir her. Was ist mit der Tür? Können wir da auch lang? Scheinbar nicht, ne? Oh cool, ich kann mit dem Schwert spielen, wenn ich E drücke. Achtung, E. Interessant. Gut, okay, dann gehen wir mal rein. Logischerweise dürfen wir kämpfen. Los geht's. Drück, um mehr XP für Hinrichtung zu erhalten. Okay. Oh, meine Leute sind tot. Na, dann rennen wir mal hier runter. Machen wir die mal platt. Da kommt ein General. Nein, falsch gedrückt. Alter! Ja, geil! Aua! Ihr werdet sterben! Wieder falscher Knopf. Marius wurde besiegt. Oh. Drücke zum Verbessern deine Fähigkeiten. Oh. Zeitstrahl? Erneut versuchen. Oh, mein erster Tod. okay. Ja gut, in die Steuerung muss man natürlich immer erstmal reinkommen, ganz am Anfang, das ist ja klar. Eigentlich gar nicht mal so schwer, aber generell ins Spielgeschehen muss man erstmal reinfinden. Geht es ja auch kaputt. Warum ist die Tür verschlossen? So, mal schauen, ob ich wieder hier was einsammeln kann. Da ist jemand drin. Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Ich hoffe zu quatschen, wir gucken, ob ich... Nee, kann ich nicht mehr einsammeln. Aber ich kann das hier wieder kaputt machen. Es gibt Zerstörungsbonus. Huch. Guck nicht deinen Kaiser an. So. Okay. Jetzt können wir wieder los. Jetzt können wir weiter. Okay, auf geht's. Räume den Weg zur Gruft frei. Nee, ich behalte die Gesundheit. Da kommt ein General! Ja, da kommt ein General. Alter! Dein Tod ist nicht umsonst. Genau, gib mir Gesundheit. Hey, ich hab Space gedrückt, was hat er Mist? Oh, ich bin schon wieder tot. Okay, Leben habe ich noch aktiviert. Die Vasen lassen wir jetzt mal sein, die lassen wir mal stehen. Haben ein Recht zu leben. Ich glaube. Los geht's! Ah, diesmal werde ich es schaffen. Kommt ein General! Da kommt er, ja.
Ergib dich oder schlag! Jawoll! Das ist ja so heftig, ey. Nein! Ah. Na, stirb! Falscher Knopf. Ich hab wieder irgendeinen Erfolg. Hey, ich hab Space gedrückt. Leertaste auf Deutsch. Warum auch immer Space? Ich bin hier nicht im Weltraum. Oh. Jetzt haben wir verkehrte Knöpfe gedrückt. Hui. So, der Kaiser geht hier runter. Wir schauen uns wie immer erstmal um. Was gibt es hier oben? Vielleicht gibt es hier oben ja auch noch irgendetwas zu finden. Ah, siehst du? Was haben wir denn hier? Neue Chronik gesammelt. Wer es findet, das behalten. Dem gehört's oder sowas. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man hier Sachen sammeln kann. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe es noch nie gespielt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass man... Das schimmert so komisch. Neue Sehenswürdigkeit freigeschaltet. Okay, Fotoalbum. 1 von 21. Römisch Tourist. Okay, das ist jetzt alles... Zwar Steam-Errungenschaften oder sowas, aber... Das spricht dafür, dass man halt Sachen finden kann. Dann müssen wir jetzt noch einmal auf die andere Seite und da schauen, ob es da noch irgendwas gibt. Aber ich denke mal, so langsam komme ich rein ins Kampfsystem. Okay, ich habe die Vase nicht getroffen. Sehr schön. Da. Neue Krone gesammelt. 3 von 2. Oh, von 42. Oh, da können wir aber einige sammeln. Ja, wir haben ja jetzt schon mitbekommen, also auf kurzer Distanz haben wir jetzt schon 3 Stück davon eingesammelt. Also groß verteilt sind die wohl nicht. Können auch viele, einige auf einen Haufen so gesehen sein. So, was gibt's hier hinten? Kann gegen das Schild klopfen. Oh yeah! Ist das Wasser rot vom Blut oder ist es rot, weil das Mosaik da drin rot ist? Ich hoffe doch mal, weil das Mosaik rot ist. Erstmal duschen. Jetzt Blut ein bisschen ab. Abwaschen. Okay, ich nehme an, hier unten scheint wohl nichts mehr zu sein. Nein.
Gut, dann können wir da höher zur Gruft. Sieht aber eher aus wie der Thronsaal. Gar nicht wie eine Gruft. Speicherpunkt. Okay, sehr schön. Bleib zurück, mein Kaiser. Töte den Kriegsherrn der Barbaren. Okay. Drücke L-Shift, um mächtige Angriffe auszuweichen, bevor Gegner in solchen Ausführungen... Hab dich! Nächster Rang freigeschaltet. Hier, schnell! Oh. Was man da alles bei Errungenschaften bekommt, ey. Komm schon. Schnell! Kommt der mit, oder? Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Der Satz war gut. Mein Vater. Die Götter führen uns. Wir sind in Sicherheit. Mischen sich aber nicht ein. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Was sind das für Statuen? Die Frauen halten sich an den Brüsten. Wir sind sicher, mein Kaiser. So sicher, wie es geht. Sicher. Ja, sicher. Aber du, welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine, Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Marius. Oh. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Oder was wir gelernt haben. Durchbricht Leonas Deckung dreimal. Üben mit deinem Vater. Meine Verteidigung. Deckung durchbrechen.
drücke rechte Maustaste Deko einiger Gegner, musste erst durchbrechen. Okay, das kennt man ja schon. So, und da ich ganz am Anfang vergessen hatte, meine Stoppuhr auf, ja, anzudrücken, damit ich weiß, wie lange ich schon aufnehme, werde ich jetzt sicherheitshalber ab hier einen Cut machen für diesen Teil. Und ja, ich denke mal, wir sind so bei 25, 27 Minuten ungefähr. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es dann hier weitergeht. Also ich bin zumindest von Anfang her begeistert von dem Spiel. Es macht mir Spaß und ihr seht mich natürlich nicht. So bescheuert. Ich gucke zur Kamera und rede, aber ich bin gar nicht zu sehen. Ja, ja, ich bin eigentlich schon gut begeistert von dem Spiel. Es ist sehr actionreich, es sieht gut aus. Ganz ehrlich. Und die Geschichte, bin ich mal gespannt, wie die sich entwickelt. Zumal wir jetzt seine Geschichte erfahren. Also wir spielen nicht die eine Geschichte, also ne, so fortwährend in die Zukunft hinein. Nein, wir spielen so gesehen jetzt in der Vergangenheit. Da bin ich mal gespannt. Okay. Und zu was sich das dann am Ende hin entwickelt, da bin ich auch gespannt. Na gut, okay. Also, das war Rise. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ich weiß es nicht. Son of Rome. Sohn von Rom, sage ich jetzt einfach am besten. Das fällt mir leichter. Nur Rise weiß ich jetzt noch nicht, was es heißt. Muss ich mal googeln. Mal schauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen. Und natürlich ein Abo, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns im alten Rom beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Das war von Löhr Gameplays als Hobby. Und tschüss.